Haus, das kaputt ist, wollte ich eigentlich wegwerfen. Aber es ist mir zu viel Arbeit, es wegzufahren, weil es zu groß ist. Und so wie gesagt, da können wir ein Kartoffelfass draus machen, Kartoffeln drin anbauen. Schichtweise. Das heißt, wenn du jetzt Erde rein, Kartoffeln, dann wieder Erde, dann wieder Kartoffeln. Und irgendwann ist es randvoll mit Kartoffelernte. Ganz einfach. Und ich dachte, wenn ich sie oben drüber, was habe ich mir gegossen? Ganz praktisch. So. Jetzt haben wir genug Kompost. So, machen wir die erste Schicht Erde rein. Da haben wir ein paar Kartoffeln. Drüber. Also wir haben jetzt die erste Schicht Kartoffeln drin und die mit Erde überdeckt. Jetzt müssen wir warten, bis die aufgegangen sind. Wenn die oben rausschauen, dann kommt die nächste Schicht rein und immer so weiter, bis man ganz oben ist und die oberste aufgegangen ist. Und dann zum Schluss kippen wir es um und ernten. Ganz einfach. Genau. Warten wir mal ein paar Wochen ab, was passiert. So, jetzt haben wir den 20. Mai. Jetzt müssen wir schauen, dass wir unsere Sachen mal rausbringen. Ist alles wunderbar gewachsen. Und das UV-Licht im Wohnzimmer. Und hier im Glashaus. Aber das ist 30 Grad ungefähr. Auch nicht so ideal. Ja, ich setze nur mal die Tomaten hier. Die tue ich jetzt noch rauspflanzen. Und den Rest mache ich, wenn es kühler ist. Am Abend oder so. Kartoffeln liegen auch noch hier, die muss ich auch noch rausbringen. Aber ich habe jetzt ein paar Tage frei. Dann können wir das alles umsetzen. Paprika und Chili haben noch jede Menge. Hier auch. Und Lauch. Hier stehen noch ein paar Tomaten. Noch mehr. Ja, es wird auf jeden Fall Paprika- und Tomatenlastig. Was das hier ist, keine Ahnung. Das weiß nur meine Frau. Das wurde heute eingepflanzt, die lassen ganz schön den Kopf hängen bis jetzt. Aber die überleben schon. Naja, sieht jetzt nicht so erfolgreich aus. Aber in 2 Tagen wird es besser. So wie hier zum Beispiel, das ist schon seit 2-3 Tagen drin. Die haben sich alle wieder erholt. Mit Joghurtbecher außenrum als Schneckenschutz. Und die Schnecken, die kommen hier um den Rand nicht hoch. Also einfach 1 Liter Joghurt am Tag essen, dann hat man jeden Tag einen Becher übrig. Oder so mittelgroße Eimer. Gibt es relativ günstig auf eBay. So, was haben wir hier? Eine Melone. Und noch eine. Oh, auch schon die Schnecken angefressen. Super. Naja. Dieses Jahr sind wir ein wenig spät dran mit dem Rauspflanzen. Aber letztes Jahr waren wir früh dran, so Anfang Mai. Und dann in der letzten Maiwoche hat es nochmal gefroren oder es war zu kalt. Oder zu wechselhaft, sind die ganzen Kürbisse und alles verreckt. Jetzt schauen wir, ob wir jetzt mehr Glück haben. Schwarzwurzel kommt.
Müssen wir auch mal vereinzeln. Was soll das sein? Das ist ein Rettich. Die Erdbeeren. Also ich glaube, das war ein gutes Erdbeerjahr. Die haben sich echt super entwickelt. Da war kaum noch ein Blatt zu sehen vor 4 Wochen. Und die sind jetzt zurückgeschossen. So, die Tomaten haben wir heute auch schon raus. Auf der einen Fläche hier. Die andere mache ich jetzt noch. Ja, die sehen ganz gut aus. Auf bester Darabreda-Erde. Ein bisschen Kaffeesatz. Und Schafwolle haben wir unten mit rein. Als Wasserspeicher. Sie sehen jetzt nicht besonders groß aus, aber die wachsen auch sehr schnell, wenn sie sich mal an die Umgebung gewöhnt haben. Ja, hier habe ich Kohlrabi rein und so, die sind alle kaputt gegangen. Da war es, glaube ich, zu warm da drin. Aber hier die Salate, die sind gewachsen wie verrückt. Innerhalb kürzester Zeit. Also ich glaube, vor 2 Wochen habe ich die rein. Und die sehen echt gut aus. Ja, kannst du jetzt wieder beeilen mit dem Essen. Entweder hast du viel oder keinen. Müssen wir auch noch ein wenig an der Planung arbeiten. Aber an und für sich passt schon. So, hier habe ich noch ein bisschen Schaffell. Das habe ich letztes Jahr organisiert vom Schäfer. Teilweise haben wir sich ein bisschen informiert, da kann man es geschenkt bekommen, weil es Abfall ist. Das ist aber der perfekte Stickstoffdünger. Und auch unter die Pflanzen beim Einpflanzen, wenn man das mit rein tut, dann speichert es das Wasser. Letztes Jahr haben wir es oben drauf gelegt, da kommen die Raben und klauen sich immer was. Aber ich habe solche Mengen gehabt, das war auch kein Problem. Aber jetzt machen wir es so, dass wir es, wenn wir es oben drauf legen, dann müssen wir es nochmal mit der Kompostschicht abdecken. Das zersetzt sich innerhalb eines Jahres und wird auch zur Erde. So, da ich immer so wenig Zeit habe, muss ich jetzt auch einen Spott machen, indem ich Gärtner. Wir bringen jetzt unsere Tomatenpflanzen zu unserem anderen Tomatenfeld. Das ist 7 Kilometer entfernt. Dann laufe ich hin. Da kann ich gärtnern, Sport machen und die Russen auch noch bekämpfen, indem ich keinen Sprit verbrauche. Ja, ich hoffe mal, die überleben das. Dann geht's los. Praktisch so ein Wagen. Angekommen im anderen Garten. 20. Mai. Die Eisheiligen sind vorbei. Setzen wir unsere Tomaten rein. Ich mache das so, ich grabe ein Loch aus und drunter tue ich ein bisschen Schafwolle. Das habe ich vom Schäfer geholt. Das ist ein super Wasserspeicher. Das heißt, man braucht jetzt auch Gießen. Jetzt nehme ich die Gießkanne, das saugt sich voll wie ein Schwamm und hält das Wasser. Das tue ich mit dem Pflanzenloch. Unter die Pflanze. So, fangen wir mal an. Okay. Als allererstes tue ich mal Darabreda rein von Lindkind. Kann man online bestellen im Internet. Für besseres Wachstum. Pflanzengesundheit. Dann lege ich meine Schafwolle rein. Ah, die wird schon nass. Lege ich da einfach mit rein ins Loch. Ein bisschen Erde drüber. Und darauf setzen wir jetzt unsere Jungpflanze. So.
So, und dann kippen wir es wieder zu. Ein bisschen Komposterde noch. Man kann auch gerne oben noch eine Lage drauf machen. Als Abdeckung. Dann die letzte Erdschicht über die Schafwolle. Sonst kommen die Raben und fressen es und nehmen es mit zum Nestbau. So, das ist vom Vorjahr, das zersetzt sich mit der Zeit. Das ist leichter in diesen. Stellabreder-Erde, die ist mit Pflanzkohle, die saugt sich voll mit Wasser und speichert es und wird natürlich massiv verstärkt, unsere Schafwolle hier. Teilweise verlangen sie 50 Euro pro Kilo, 50 Cent pro Kilo, aber man kriegt es relativ billig. Und wichtig ist, es muss ungereinigte Schafwolle sein. Also da hängt der Mist noch dran vom Schaf. Ne? Und das ist halt umso besser Dünger, umso schmutziger die ist. Für die Industrie nicht zu verwerten. Aber für uns, Kleingärtner. Okay. Es ist auch wichtig, dass das Wasser gespeichert wird, weil ja Dach oben drüber ist, da regnet es nicht drauf. Und da kann man auch leicht mal in den Urlaub fahren für eine Woche mindestens. Also ich habe teilweise schon 10 Tage nicht gegossen und trotzdem ist es gewachsen. So. Und so machen wir jetzt weiter, bis das Häuschen voll ist. Richtiger Gärtner ist bei jedem Wetter aktiv. Wenn es ein bisschen regnet, nicht so schlimm. Tomaten müssen rein. Da muss schnell mehr gießen. So, jetzt sitzen sie drin. Da passen noch drei her. Das machen wir morgen.